Hallo zusammen, heute sind wir in Setenal de las Bóvedas, das ist in Andalusien in Spanien. Das ist eine Stadt, die in einer Schlucht quasi erbaut worden ist. Man kann das hier sehr schön erkennen. Man sieht da quasi unter dem Fels die Gebäude eingeschlagen, teilweise in den Felsen reingebaut. Diese Straße führt einmal um die ganze Stadt herum. Wir sind jetzt gerade hier auf der Burg mit der Kirche drauf. Wir haben uns hier quasi hochgeschlängelt. Es gibt hier eigentlich nur zwei Straßen. Die haben ganz sinnigerweise den Namen Straße des Lichts. Wie man hier auch sieht, weil hier die Sonne drauf scheint. Und dann gibt es noch die Straße des Schattens. Die können wir jetzt hier gerade, glaube ich, nicht so gut erkennen. Vermutlich fängt sie da hinten an. Die Straße bekommt natürlich überhaupt kein Licht ab. Die Häuser sind ziemlich aufeinander und aneinander gereiht und aufgebaut. Man muss sich durch enge Gassen hier hocharbeiten, bis man endlich hier oben ist. Aber die Aussicht lohnt sich. Und Setenal de las Bóvedas, der Name stammt aus dem Lateinischen und soll so viel heißen wie siebenmal nichts. Das rührt von einer Belagerung her, so die Legende, dass die Stadt halt siebenmal belagert worden ist, aber nicht eingenommen werden konnte und deshalb diesen Namen bekommen hat. Hier nochmal schön zu erkennen, die engen Gassen dieser Stadt, beziehungsweise die Eingänge dazu. Die Häuser dicht aneinander gereiht. Diese einzelnen Bäume, die wir hier sehen, das sind alles Olivenbäume. Hier werden Oliven angebaut. Das ganze Gebiet lebt von der Oliven, unter anderem von der Olivenzucht. Und das Olivenöl ist hier sehr, sehr berühmt und bekannt.